Nicht sein da. Ja, was wäre jetzt zu sein? Da ist er, der Eingang. Gehen wir erstmal hier unten. Okay, tollen Umweg. Okay, und da kommen Weißmaus und Blender. Gut, mit dir haue ich erstmal einen Blender. So. Okay, ja, da sind alle down. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen Synergie sparen. Bei allen. Oha. Oh. Das ist es. Wir haben es gefunden. Oh nein, für den fetten Dialog habe ich keine Zeit mehr. Sie kommen, um das Heiligtum zu plündern. Lass uns zum Dorf zurückkehren und es den anderen berichten. Hä? Hä? Kraden, was ist los? Wir sind so nah. Na, woran? Wir sind den ganzen Weg bis ins Herz des Heiligtums gegangen. Ihm jetzt den Rücken zu kehren und zu gehen. Was ist denn so schlimm daran? Im Heiligtum von Sol ruhen die Ursprünge der Alchemie. Es wäre eine Verschwendung. Was denkst du? Sollen wir noch ein Stück weitergehen? Na klar. Danke. So gesehen haben wir wohl keine andere Wahl. Ich stimme gerade zu. Ich will sehen, was auf der anderen, was dort wartet. Wirklich? Wir werden nur noch ein bisschen weiter. Er hat gerade ein Herzchen gemacht, das sah so komisch aus. Gut, es ist entschieden. Lass uns weitergehen. Okay. Geht's wohl weiter? Nur wohin? Ah ja, wahrscheinlich müssen wir in die Stadt drin verschieben. So, du? Geht nicht. Ah ja, okay, hier ist der Weg. Oha. Was ist das für ein Raum? Oh, jetzt habe ich das nicht weggedrückt, sorry. Das muss die Nacht symbolisieren. Ah ja, okay. Diese Räume müssen irgendwie verbunden sein, denkst du nicht auch? Natürlich. Luna und Sol. Diese Räume tragen ein Geheimnis in sich. Ja, Luna ist Mond, das wusste ich. Was hat es zu bedeuten? Pixel, würdest du weiter nach oben gehen? Natürlich. Lass mich wissen, was du gefunden hast. Okay. Also, hier ist die Sonne, hier ist auch so schön warmes Licht und hier ist dann so ein Wechsel und kommen wir in die Nacht. Aber hier geht's runter nicht mehr. Also wirklich runter. Auch ein Stockwerk runter. So, okay, hier sind überall Statuen. Die unterschieden. Oh, das sieht krass aus. Das sieht richtig cool aus. Okay. So. Moment mal bitte. Okay. So, ich ja. Ach, die kann ich sogar mit der Hand schieben. Auf einmal kann ich so fette Statuen einfach mit der Hand schieben und vorhin musste ich da so meine Energie für verschwenden. Natürlich. Los doch. Nummer 1. Die kann ich gar nicht verschieben. Und Nummer. Ach, kann ich direkt so schreiben. Lol.
zu. Dann ist noch diese hier. Ah, okay. Was geschieht hier? Pixel muss etwas gefunden haben. Pixel, hör auf! Du begehst einen großen Fehler! Warte, Pixel! Jetzt ist die Leute weg. Was ist los? Was ist los gerade? Du hast einen äußerst interessanten Mechanismus gefunden. Ein Mechanismus. Aber das ist eindeutig eine Art Falle. Das ist eine Falle? Geh und sieh dir den Lunaraum an, dann wirst du es verstehen. Gut gemacht. Dies zu finden bedeutet, dass du auf dem richtigen Weg bist. Ah ja. Aber wenn du nur eine Statue bewegst, sitzt du in der Falle fest. Aber wofür sollen die Fallen hier gut sein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wer sie aufgestellt hat, aber es muss hier etwas sehr Wichtiges versteckt sein. Vielleicht ist hier der Schlüssel zur Alchemie. Selbst versteckt. Soll ich dir noch mehr erzählen? Nein. Selbst wenn ich es dir jetzt erklären würde, könntest du es nicht verstehen. Wir müssen versuchen, das Geheimnis zu lüften. Oh nein, noch ein Geheimnis! Ich durchsuche noch den Lunaraum, ihr durchsucht den Rest des Heiligtums. Meine Intuition sagt mir, dass das Licht der Schlüssel zu dem Geheimnis sein muss. Pixel, lass uns versuchen, das Rätsel zu lösen. Also die schieben sich jetzt immer automatisch zurück. Gut, das geht nicht mehr. So. Ich muss es auch in der richtigen Reihenfolge machen. Ja. Okay. Dann schiebe ich mal noch diesen hier. Schwupp. Nein, okay, geht definitiv nicht. Also hier ist nichts mehr zu lösen. Hier habe ich ja schon. Ich müsste jetzt halt die da hinten. So, das kann ich ja sogar. Kann ich da nicht rüberspringen? Ist da auch nur ein Abgrund. Okay, muss ich halt von hier machen. Vor sich geht. Etwas hat geklickt. Ich nenne es ja nicht klicken, ich nenne es eher so Wumsen, Knallen. So, vielleicht mache ich auch mal keinen Aufnahmestopp. Muss ich die ganzen Videos nochmal erstmal schneiden. Oh, guck mal, hier hinten geht es auch noch lang. Ist noch ein anderer Gang. Ist das wohl feiner ist? Okay, schauen. Oh ja, die nehme ich alle mit. Krass, das sieht schick hier aus. Richtig geil. Okay. Und gerade ruckelt es ein bisschen. Ist auch nicht wieso. Ich muss mich, glaube ich, erstmal wieder so ein bisschen fangen. Und mal schauen, was hier unten passiert ist. Oha. So, ja, ganz normal. Ach,
dachte, das Teil wäre hier unten hingefallen, aber nee. Okay. Hey, Dude. Lass mich wissen, was du gefunden hast. Okay, mach ich. Zack. Zack. Wie kann ich ja jetzt diese Frau, Viecher hier verschieben? Nee, offenbar nicht. Na doch. Was geschieht? Ach, der redet jetzt nochmal das Ganze? Pixel muss etwas herausgefunden haben. Okay, inzwischen geht's schon besser. Pixel, du hast es geschafft. Kragen. Kragen. Gute Arbeit, Pixel. Wo kommt diese in dieses Loch her? Als Pixel diese Statuen verschoben hat, gaben sie plötzlich zwei Lichtstrahlen von sich. Dann erschien dieses Loch im Boden. Und dann hat Pixel die Statue hineingestoßen. Ja, jetzt habe ich's. Ihr habt alle gute Arbeit geleistet. Ich habe das gemacht. Also stellt die erste Statue die Falle dar. Und die anderen Statuen? Und jetzt, da du sie entschärft hast, sollte es kein Problem mehr sein. Da gehen, okay. Ich bleibe im Raum der Luma, wo es sicher ist. Ihr kümmert euch um den Rest. Okay, und an dieser Stelle hier speichere ich nochmal. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch die Folgen gefallen haben, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, haut rein und tschüss!